Zuschauer. Wir sind jetzt beim zweiten Interview mit dem Thomas Sander. Thomas macht seit so knapp 19 Jahren Direktsaat, war damit einer der ersten paar Direktsäher in Deutschland. Wir wissen es nicht genau, wie viele es da schon gab. Ich habe Thomas das erste Mal Ende 2014 besucht, kurz bevor ich mit der Direktsaat angefangen habe, weil ich mir das mal anschauen wollte und was lernen wollte und so weiter. Und ja, Thomas, am besten stellst du dich selber mal vor, das kannst du viel besser als ich. Ja, meinen Namen hast du ja schon gesagt, Alexander. Mein Name ist Thomas Sander. Ich bin jetzt 56, bald 57 Jahre alt. Bin die Hälfte meines Lebens jetzt in der Landwirtschaft tätig, bin Quereinsteiger, bin vorher als Orgelbauer ein bisschen durch Deutschland gezogen, habe also Kirchenorgeln gebaut, also was ganz anderes. Bin verheiratet, habe Frau und 6 Kinder und bin seit etwas über 20 Jahren jetzt hier in Waldenburg in Sachsen ansässig. Wir haben hier einen Familienbetrieb mit um und bei 400 Hektar, die wir bewirtschaften. Wir haben so gut vor 19 Jahren dann mal den großen Sprung gemacht, erstmal in die Landwirtschaft. Ich habe damals eine Schnellbesolung auf einer Fachschule gemacht, anders kann man es nicht bezeichnen, sozusagen in anderthalb Jahren die Grundzüge der Landwirtschaft gelernt oder zumindest theoretisch gelernt. Richtig lernen tut man es ja erst, wenn man in der Praxis ist. Ja, haben wir dann hier den Betrieb von Schwiegereltern 2003 übernommen, meine Frau und ich. Und seitdem wuscheln wir hier so vor uns hin oder versuchen, eine Landwirtschaft zu machen, die wir, sagen wir mal, für verantwortlich halten. Ja, du bist da ja quasi schon, muss man ja sagen, du bist in der Landwirtschaft eingestiegen und eigentlich direkt auch in die Direktsaat eingestiegen. Was war der Beweggrund damals oder wie bist du auf die Idee gekommen? Wie? Ja, wir mussten damals in der Fachschule übers Sommersemester eine Facharbeit schreiben und ich habe gedacht, betrachtest du mal die ganze Geschichte betriebswirtschaftlich und habe dann normale, konventionelle Bewirtschaftung, Mulchsaat und Direktsaat miteinander verglichen. Und wir sind ein sehr weit gestreuter Betrieb, wir haben also Flächen bis 20 Kilometer von hier, wir sind viel auf der Straße und so. Die ganzen Parameter habe ich damit mit reingerechnet, habe da mir eine Excel-Tabelle, das könnte ich heute glaube ich gar nicht mehr, irgendwie zusammengebaut, wo man dann mit Zahlen spielen konnten und bin darauf gekommen, dass wir bei Direktsaat ja ungefähr 11 Dezitonnen, also 1,1 Tonnen weniger ernten muss, um betriebswirtschaftlich unterm Strich das Gleiche zu haben. Also weniger Dieselverbrauch, weniger Investitionsbedarf in Traktoren, in Bodenbearbeitung und so weiter. Ja, und dann dachte ich, fängst du einfach mal an. Ahnungslos in die Landwirtschaft reingegangen und dann den großen Sprung ins kalte Wasser der Direktsaat gemacht. Ja. Wir leben noch, wir haben einiges an Lehrgeld bezahlt. Also ja. Quasi die Hummel, die nicht wusste, dass sie nicht fliegen kann, kann man ja fast so übertragen. So im Endeffekt, ne? Wenn man nicht weiß, was auf einen zukommt, ja. Dann kann man auch nicht einschätzen, welchen Sprung man macht. Ja, es waren teilweise ganz schön herausfordernd, also wir haben am Anfang auch wirklich viel Lehrgeld bezahlt, aber jetzt, denke ich, kann man sagen, haben wir ein System am Laufen, was funktioniert, was angepasst ist, ja, und was, sagen wir mal, auch in meinen Augen zumindest ökologisch vertretbar, verantwortbar ist. Wie siehst du denn generell die Definition der Landwirtschaft? Ja, das ist eigentlich eine ganz wichtige Geschichte, dass man erstmal, bevor man über etwas redet, eine Art Begriffsdefinition macht. Und Landwirtschaft ist ja eigentlich immer ein Zurückdrängen der Natur zugunsten der Kultur. Und so sind ja auch die Kulturlandschaften entstanden. Der Mensch, um zu überleben, muss die Natur, weil er nicht mehr als Jäger und Sammler leben kann, wenn er sozusagen als Bauer sesshaft werden will, muss er die Natur zurückdrängen. Und der,
der Kultur zumindest einen Vorsprung geben. Also ich muss dem, was ich anbaue, einen Vorsprung vor der Natur geben, damit diese Kultur sich durchsetzen kann, weil sie im direkten Konkurrenzkampf mit der Natur keine Chance hat. Und das muss man sozusagen auch als Fundament meines Denkgebäudes, was darauf aufbaut, nehmen. Also wir müssen, um zu überleben, die Natur zurückdrängen. Und dafür hat der Mensch halt verschiedene Werkzeuge, auf die wir dann auch später noch eingehen können. Mhm. Ne? Jedes Werkzeug hat seine Berechtigung. Alles, was wir machen, hat seine Wirkung, aber auch seine Nebenwirkung. Und da geht es jetzt darum, sozusagen auszuloten, wie kann ich eine Landwirtschaft betreiben, mit der ich die höchstmögliche Wirkung, sprich Ertrag, Ernährung pro Landfläche, also pro Hektar Land, wie viele Menschen kann ich davon ernähren, mit den geringstmöglichen Nebenwirkungen, Eingriff in Ökosysteme, Zurückdrängen der Natur, Eingriff in Flora und Fauna. Ja, das ist das, was ich eigentlich jetzt erst die letzten Jahre mir so bewusst gemacht habe. Wenn man sich mit der Landwirtschaft aus einem anderen Blickwinkel auch mal nähert. Ja, wir haben ja es ist ja immer ein Kompromiss. Wir müssen ja irgendwo schauen, so wir haben einmal die Naturgesetze, mit denen wir klarkommen müssen. Wir wollen die Natur möglichst wenig stören. Dann haben wir noch die menschengemachten Gesetze, die teilweise totaler Quatsch sind, teilweise auch, ja, wie soll man sagen, zum genauen Gegenteil führen, kontraproduktiv sind. Dann haben wir noch die Märkte, die hoch und runter gehen. Wir müssen immer noch wirtschaftlich arbeiten. Wir müssen auch gucken, dass wir nicht 20 Stunden am Tag arbeiten. Wir müssen ja aus allen irgendwo einen Kompromiss machen, der gerade unter den Bedingungen, die in dem Jahr sind, weil wir haben ja noch das Nächste, es regnet uns in die Werkstatt. Also wir haben ja nicht die jedes Jahr, jeden Produktionszyklus gleichen Grundbedingungen. Die sind ja jedes Mal anders. Und das macht es ja schon wahnsinnig komplex, das Ganze. Also es ist eine sehr große, schwierige Kompromissfindung. Im Endeffekt ein Spagat mit drei Beinen. Das geht, oder? Das trifft es ganz gut. Ne? Ja, dieses Lavieren, wie komme ich weiter, wie gehe ich mit den bisherigen Gesetzmäßigkeiten um, da kommt auch der Begriff jetzt. Du hast es schon angesprochen, wir arbeiten unter freiem Himmel. Also eigentlich der Begriff industrialisierte Landwirtschaft kann nicht passen, weil sich die Bedingungen immer wieder ändern. In einer Industrie haben wir es mit wirklich minutiös durchgetakteten Prozessen zu tun, die wir zumindest in der Landwirtschaft im Ackerbau überhaupt nicht haben. Wir können zwar bestimmte Reihenfolgen einhalten, aber das Einzige, was wirklich planbar ist in der Landwirtschaft, ist, dass nichts planbar ist. Dass wir immer nur auf bestimmte Bedingungen reagieren können. Auf Trockenheit können wir reagieren, indem wir weniger Dünger streuen, weil wir wissen, die Erträge gehen nicht so hoch. Auf eine Regenperiode müssen wir manchmal reagieren, dass wir dann mit einem Fungizid, also einem Mittel gegen Pilzerkrankungen, rangehen, weil durch diese Feuchtigkeit, durch die dauernde Feuchtigkeit ein hoher Pilzdruck entsteht. Und ja, im Endeffekt ist es immer nur, ich kann keine Prozesse hundertprozentig durchtakten wie in der Industrie, sondern ich kann nur immer wieder reagieren auf das, was passiert. Und da könnte man jetzt natürlich überlegen, ob dieses ganz stark konventionelle System, das geht ja schon so ein bisschen Richtung Farming on Receipt, ne? Also Farming nach Rezept. Das geht ja schon los beim Pflügen. Ich mache danach ein gleichmäßiges Pulver. Es ist danach für meine Sätechnik einfach, die Tiefe einzuhalten und sonst was. Aber ich muss mir über die anderen Sachen noch keine Gedanken machen. Es wird ja sehr, sehr viel vereinfacht, dass ich nachher bestimmte Dinge nach dem Schema F so ein bisschen durchziehen kann. Ne? Ja. Und das, was wir machen, das geht ja schon in eine andere Richtung. Ne? Eine individuelle Lösung oder eine angepasste Lösungsfindungen auch. Und weg zu einem starren System, wo ich mir sozusagen alles anpasse,
wo ich mir den Boden anpasse und dann mein Standardprogramm abspule, ohne auf die äußeren Bedingungen zu achten. Wenn ich jetzt einen riesen Betrieb habe mit 10.000 oder 20.000 Hektar, dann kann ich nur so arbeiten. Also es geht nur in meinen Augen in kleineren Einheiten, wo ich noch einen gewissen Überblick behalten kann. Also wenn ich das Motto umsetzen will, so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich, Pflanzenschutz, Düngung und so, alles, was auch Nebenwirkungen hat, dann brauche ich eine Übersicht. Ja. Und das, da gibt es wahrscheinlich auch Landwirte, die wesentlich größere Flächen gut beherrschen. Ich komme da wahrscheinlich sehr früh an meine Grenzen. In Brasilien sehen wir es ja schon, da sind es ja auch manche mit 8000 Hektar, die kriegen das wahnsinnig gut hin. Ne? Ja, ja. Ich denke mal, da ist das Entscheidende, das hatten wir auch mit dem Theo Friedrich noch mal im Gespräch gehabt. Das Entscheidende ist der Landwirt, dass der Eigentümer oder möglichst der Eigentümer ist, dass der selbstständige Chef ist. Aber ich sag mal, in so einem großen, so ein Investor dahinter sitzt, dann ein Manager und, wo mehr so dieses Konzerndenken ist, da kriegen wir das, glaube ich, in der Regel nicht hin. Aber ich sehe es auch ähnlich, es zeigen ja auch generell die betriebswirtschaftlichen Zahlen, dass so dieser Sweet Spot generell schon in der Landwirtschaft hier in den neuen Bundesländern so bei 2.000 bis 3.000 Hektar liegt, wo die noch so alle Skalierungseffekte durch die Größe noch mitnehmen können. Darüber verlieren die aber wieder an anderen Stellen diese Übersicht. Und ich könnte mir auch vorstellen, wenn wir das System, wie wir das fahren, wo wir an sehr, sehr vielen Schrauben sehr effizient drehen, da ist, glaube ich, auch, also ist zumindest meine Vermutung, vielleicht wird uns irgendwann in 10, 20 Jahren jemand widerlegen. Ne, aber das können wir schon vorstellen. Da ist wahrscheinlich irgendwo so eine Grenze, wo man es vernünftig noch hinkriegt, hinterherkommt und nicht zu viel. Ja, wobei es mit Sicherheit personenabhängig ist. Also ich traue mir ehrlich gesagt nicht zu, jetzt 2000 Hektar zu bewirtschaften. Ich vergleiche das immer, ich komme aus dem Handwerk, vergleiche das immer mit der Werkzeugkiste eines Handwerkers. Ich habe als Tischler einen Hobel, Stemmeisen, einen Hammer und so weiter. Jedes Werkzeug hat seine individuelle Berechtigung. Jedes Werkzeug kann auch zur Waffe werden. Also es kommt darauf an, nicht wie das Werkzeug heißt, sondern es kommt darauf an, wie ich mit diesem Werkzeug auch umgehe. Also mit einem Hammer kann ich mir ein Haus bauen, was mich vor Unwetter schützt, was mein Überleben sichert. Mit dem Hammer könnte ich dir aber auch jetzt den Schädel einschlagen. Und ja. Nee, nur um das Prinzip der Werkzeuge nur deutlich zu machen, ich kann jedes Werkzeug zum Guten wie zum Bösen nutzen. Und ich habe jetzt Werkzeuge, die ich in der Landwirtschaft nutzen kann, um die Natur zurückzudrängen. Gibt es ein sehr tief eingreifendes Werkzeug, das ist der Pflug. Da gibt es Werkzeuge, die nicht ganz so tief eingreifen. Das ist dann grober Scheibenecke. Und dann, ich sag mal, der Flug hatte ja auch mal seine Berechtigung. Ja, also, man hätte sonst früher vieles gar nicht hinbekommen ohne den. Ja, man muss ihn aber auch im geschichtlichen Kontext sehen. Früher hat man eine Zugkraft eines Ochsen gehabt für ein oder zwei Schare vom Pflug. Und da waren bei 8 cm Eingriffstiefe war Schluss. Mehr konnte der Ochse nicht ziehen oder die Pferde dann konnten das nicht ziehen. Und noch das geringe Tempo dabei, also das Gegenteil vom Speed Tillage, wo wir dann gar nicht so den Humus so massiv verbrannt haben. Ja, das ist das eine, den Humus verbrennen. Das zweite ist, der Pflug war ja früher das wichtigste Mittel, um Unkräuter zu bekämpfen. Und diese Unkrautbekämpfung, die können wir ja heute anders machen. Da kommt jetzt auch die Chemie ins Spiel, aber auch da müssen wir uns fragen, alles, was mit Pflanzen zu tun hat, hat mit Biologie und Chemie zu tun. Ja, das ist ja dieser Zucker von den Cyanobakterien, den es da gibt, der ist ja wieder sehr, sehr ähnlich mit dem Glyphosat. Da wird es ja langsam so ein bisschen schwierig mit der ganzen Definition, ne? Auch wenn man es aus der Biosicht sieht, ne? Was ist Chemie? Was ist Chemie? Also wenn man weiß, es gibt ja einen Konkurrenzkampf unter den Pflanzen und der wird einmal durch Lichtentzug geführt,
aber zum Zweiten auch unterirdisch durch Wurzelausscheidungen. Und das sind chemische Stoffe. Und es gibt Pflanzen, die haben Wurzelausscheidungen, die andere Pflanzen massiv unterdrücken können. Oder gar nicht erst keimen lassen. Oder es gar nicht erst hochkommen lassen. Im Endeffekt geht es nur um den Gedanken, und da muss jeder auch für sich gewichten, was für Wirkung hat ein Werkzeug, was für Nebenwirkungen hat ein Werkzeug und wie gewichtig ich diese Wirkung und diese Nebenwirkung. Und da kann jemand anders sagen, na, ich gewichte das aber anders und komme zu anderen Ergebnissen als wir. Aber für mich, muss ich sagen, ist die Direktsaat, also das möglichst oder geringstmögliche Eingreifen in dieses Ökosystem Boden, in diesen lebendigen Organismus Boden, eigentlich das Wichtigste in dem ganzen System. Vielleicht nur eine kleine Anekdote dazu, wie schnell auch sich die Natur den Weg zurück aufs Feld bahnt. Ich habe vor vielen Jahren einen Ährenstripper gehabt. Das ist also sozusagen, wie muss man sich vorstellen, wie eine große Bürste, die nur die Ähren hier von Getreide abkämmt, die Körner in den Mähdrescher bringt, austricht, fertig. Und das Stroh bleibt komplett draußen stehen. Also wir haben nicht wie beim normalen Schneidwerk unten das Messer, was abschneidet. Und das habe ich auf einem Feld 2 Jahre hintereinander gemacht. Mal Weizen und mal eine Gerste. Und im dritten Jahr standen dort einen halben Meter hoch die Bäume im Feld. Und zwar wirklich über eine große Fläche verteilt. Da hat das regelmäßige Abschneiden bei der Ernte unten hat Auswirkungen gehabt. Das ist dann, wenn man es mal nicht gemacht hat, sichtbar geworden. Also allein solche Sachen zeigen, mit welchen Werkzeugen man auch unbewusst, oder wenn man, macht man sich ja manchmal gar nicht bewusst, die Natur zurückdrängt. Wenn ich das jetzt über ein paar Jahre nicht mache, nicht mulche, nicht ernte, gar nichts, dann habe ich dort Buschwerk stehen. Ja, bei uns im Trockengebiet wären sofort die Mäuse da, ne? Spätestens im zweiten Jahr. Aber ich habe ja die gleiche Beobachtung, wir haben auf so ein paar ganz schlechten Böden so ein bisschen die Blühstreifen. Und dann siehst du sofort, wie von den Bäumen unten die Austriebe kommen und sich da breit machen. Ne? Wo du da jetzt wirklich echt aufpassen musst, solange wie der Streifen da ist, muss er an den Stellen ganz schnell mit dem Mulcher hinterher sein. Ne? Ja. Sonst werden die ganz schön groß. Aber das zeigt, wenn ich jetzt das ursprüngliche Werkzeug weglasse, den Pflug, die Bodenbearbeitung, dann habe ich andere Sachen, an die ich eigentlich vorher gar nicht gedacht habe, die auftauchen und wo ich sehe, ja, ich brauche irgendwas, um diese Natur regelmäßig wieder zurückzudrängen. Ja, das ist dann schon wieder zu viel Natur für die Kultur. Das ist zu viel Natur für die Kultur. Wenn ich da plötzlich dann kleine Eichen im Feld stehen habe oder kleine Ahornbäume oder sowas. Ne? Oder Birken, ne? Je nachdem, was da rundherum auch für Bäume stehen. Die versammeln sich auch im Feld. Ne? Also damit will ich nur deutlich machen, wie schnell sich die Natur auch die Kulturflächen zurückholen kann. Ne? Das ist mir erst auch in der Landwirtschaft so bewusst geworden. Das ist eigentlich ein kontinuierlicher Prozess, immer wieder. Und wenn ich das mal nicht regelmäßig mache oder wenn ich die Intensität reduziere mit dem Zurückdrängen, dann muss ich aufpassen, dass die Natur mich nicht überrollt. Aber ich sag mal so, mit dem Direktsaatsystem, so wie wir es haben, so wie wir es betreiben, es zeigen ja eigentlich auch generell alle Zahlen, die wir, egal wo aus der Welt, kriegen, dass das ist das System, was den Boden so weit erhält, dass sag ich mal, erosionstechnisch die Bodenneubildung mithalten kann, dass wir nicht so, wie es manche Fantasien vielleicht haben mit Carbon Farming und wahnsinnigen Humusaufbau, das jetzt nicht, aber wir haben so einen langsamen, kontinuierlichen Humusaufbau, was man so meistens beobachtet, wenn es im kompletten System gemacht wird, mit Zwischenfrüchten, Zwischenfruchtmischungen und so weiter. Und wir kommen ja wahnsinnig niedrig, auch wir kommen schon sehr, sehr niedrig mit unserem ganzen chemischen Einsatz, den wir sonst noch fahren. Ja. Also kurzum, um es eben abzuschließen, wir machen ja eigentlich all das, was die NGOs und die Politik, was die von uns wollten, was die von uns fordern,
Das können wir ja alle liefern. Das können wir, aber wir brauchen das Werkzeug dazu. Genau, wir brauchen unsere Werkzeuge dazu. Man darf da nicht ideologisch rangehen und... Ja, ich meine, Ideologie ist der größte Feind von Innovation, weil er eine Scheuklappenmentalität fördert und nicht den weiten Blick, ne, weil er auch in meinen Augen dem Wissenschaftsprinzip entgegenspricht. Ne? Wenn ich mich auf etwas fokussiere, statt zu gucken oder ein Ding von allen Seiten zu betrachten, ne, und die Idee der Direktsaat ist ja eigentlich, die Mechanismen der Natur auch zu nutzen, soweit es geht. Also den Boden erstmal als lebendigen Organismus zu betrachten und diesen Organismus in seiner Schichtung, in seinem Aufbau zu erhalten. Wenn ich jetzt mit dem Flug arbeite, dran drehe ich die aerobe Phase, oben die biologisch aktive Phase, drehe ich nach unten in den anaeroben Bereich und die Mineralerde, den Mineralboden, den hole ich von unten hoch und platziere den eigentlich da, wo die aktive Humusschicht sein soll. Ich drehe also immer wieder herum und das hat in jedem Fall Auswirkungen auf das gesamte Ökosystem im Boden. Da stand in einem alten Lehrbuch von meinem Vater von 1954, stand das noch drin, dass man die obere und untere Bodenbiologie nicht mischen soll und nicht umrühren soll. Ne? Ja. Das war da alles noch bekannt zu der Zeit. Und das war ja auch die Idee denn der Mulchsaat, dass man sagt, okay, wir bearbeiten nur noch die biologisch aktive Zone, also nicht mehr tief lockern und flach mischen. Das ist ja mehr oder weniger das Grundprinzip, dass man also die biologisch aktive Zone auch oben lässt. Und die Idee der Direktsaat geht ja noch einen Schritt weiter, nämlich dieses ganze Bodengefüge, diesen ganzen Bodenaufbau komplett in Ruhe zu lassen und nur so wenig Eingriff wie möglich. Minimal Disturbance, sagen die Amerikaner. Also mit möglichst weniger Bodenstörung dort die Saat einzubringen. Und wir schaffen es ja eigentlich auch erst in dem Moment, wenn wir es ja wirklich, ich sag mal, bis auf das Einbringen der Saat ansonsten komplett in Ruhe lassen, schaffen wir es ja erstmal, dass die Nützlinge kommen. Das kriegen wir ja vorher noch nicht hin, weil wir machen ja deren Häuser kaputt, wir verstecken deren Fressen. Das gefällt mir. Das ist in jedem Fall so, ja. Und wir geben dem Boden eine Chance, auch über viele Jahre Struktur aufzubauen. Genau. Das passiert ja. Der Boden ist ein lebendiger Organismus. Und im Boden sind unendlich viele Bodenorganismen, die in Symbiose auch mit der Pflanze arbeiten können. Die Pflanze gibt denen über die Wurzel Ausscheidungen, die Nützlinge wieder nutzen können für ihre eigene Ernährung und helfen der Pflanze sozusagen dann wieder bei der Nährstoffaufnahme. Also Mykorrhiza-Pilze zum Beispiel und so weiter. Und der Tod der Mykorrhiza ist eigentlich die Bodenbearbeitung. Definitiv. Dann ist auch noch was ich noch beobachtet habe. Das ist, wir hatten ja diese paar Dürrejahre. 18, 19 war ja extrem trocken bei uns. Und dadurch war ja der Grundwasserspiegel so weit abgesenkt, dass es 20 immer noch ein bisschen eng war. Ne? Wenn ich mir die Bodenstruktur angucke oder auch das Infiltrationsvermögen, was ich bei mir im Boden habe, das war, ich habe das, Moment, jetzt muss ich mal überlegen, 16 habe ich das mal gemessen, mit dem Nachbarn verglichen, 15 ja gerade erst auf Direktsaat umgestellt und ich denke, boah, super, beim Nachbarn 50 mm halbe Stunde, bei mir zwischen 2,5 und 3,5 Minuten. Dann habe ich das in 18 und 19 nochmal gemacht. Du musst das vielleicht genauer erklären. Es gibt da Infiltrationsversuche, dass das auch verständlicher sind. Ja, irgendwas in den ersten drei Videos bei mir auf dem Kanal, da sieht man es einmal. Also habe ich nur so ganz einfach gemacht, eben so ein Rohr einmal im Boden geschlagen, Wasser rein, also nicht mit dem zweiten Ring, sehr einfach und geguckt, wie schnell kann ein Starkniederschlagsereignis in den Boden reingehen. Und 18 und 19 das nochmal gemacht, da war ich immer noch besser als die Nachbarn, aber da war nicht mehr so der Sprung, da waren es vielleicht bei denen eine halbe Stunde und bei mir vielleicht eine Viertel.
Und auch wenn ich mir die ganze Bodenstruktur angucke, das hat so einen Dämpfer gegeben, diese Trockenjahre. Ich würde vielleicht sagen, dass ich auf den Standorten, die ein bisschen trockener sind, bin ich vielleicht jetzt wieder da, wo ich 2017 schon mal war. Also das ist auch meine Beobachtung, dass solche Trockenjahre die Bodenbiologie in den Schlaf versetzen oder wie in eine Ruhe versetzen. Und erst mit Rückkommen der Feuchtigkeit fängt die Bodenbiologie wieder langsam an zu arbeiten. Wir haben ähnliche Erfahrungen gemacht, auch Infiltrationsversuche gemacht auf dem Betrieb. Da hat eine Studentin, ich glaube, ihre Masterarbeit gemacht hier am Betrieb. Und da war die Idee, sozusagen den biologischen Zustand des Bodens zu messen über die Wasserinfiltration. Wie schnell kann der Boden Wasser aufnehmen? Und das war genau in so einem Trockenjahr. Und da hat mir die Studentin dann auch berichtet, ja, sie musste erstmal den Boden grundbefeuchten, damit er wieder wasserleitfähig wurde. Ja. Und da haben wir eigentlich zum Bodenzustand gar nicht viel rauskriegen können. Aber für mich ist das Fazit geblieben, dass so eine massive Trockenheit die Bodenbiologie in einen Tiefschlaf versetzt. Ganz, ganz gewaltig runterfährt. Und dann ist ja auch die Frage, wenn jetzt wieder irgendwelche Studien gibt auf der Welt, wann wurden die wo gemacht? Ne? Das, je nachdem, was da für ein Ergebnis rauskommt, das muss man dann vielleicht auch nochmal im Hinterkopf haben. Und ich sehe zum Beispiel, also bei mir war es so nach den Trockenjahren, die Regenwürmer, die kamen wahnsinnig schnell wieder zurück. Ja. Ne? Auch selbst die Kleinen oben, wo man so dachte, mein Gott, wie können die noch irgendwo leben oder wo können die Eier das noch ausgehalten haben? Das ging schnell, aber die Struktur, das hat wirklich wieder gedauert. Das ist grundsätzlich auch meine Erfahrung mit dem Einstieg in die Direktsaat. Die Tragfähigkeit des Bodens hat sich sehr, sehr schnell entwickelt. Das ging innerhalb von 1-2 Jahren, war eine hohe Tragfähigkeit da, eine hohe Resilienz auch gegen Verdichtung und so weiter. Die Infiltration ist schon etwas gestiegen. Aber erst über viele Jahre, und das hängt wieder vom Boden ab, hat sich die Struktur von unten her aufgebaut. Also eine andere Krümelstruktur, auch wieder ein lockereres Bodengefüge, was der Boden jetzt aus sich selber heraus schafft. Also es wird biologisch und damit sehr stabil produziertes Bodengefüge und nicht mechanisch für eine kurze Zeit. Und dann sackt dieses Bodengefüge wieder zusammen. Genau, wie der Haufen Mehl, auf den wir einmal draufdrücken. Ne? Ja, und dann, wenn wir das Wasser oben drauf gießen, dann bleibt das Wasser oben drauf und fließt oberflächlich ab. Wie siehst du das mit den Bodenarten? Stellt sich der Sand schnell um oder die schwereren Böden? Oder muss man das da auch nochmal differenzieren? Also meine Erfahrung ist, dass die Sandböden oder die leichteren Böden auch die Umstellung schneller vollziehen. Also man muss in jedem Fall mit einer Umstellungszeit, bis sozusagen die Bodenbiologie und die Strukturbildung in Gang kommt, da muss man schon mit ein paar Jahren rechnen. Also beim Sandboden war es bei uns so, ich kann es jetzt nicht wissenschaftlich untermauern, einfach nur aus der Erfahrung heraus würde ich sagen, 6-7 Jahre, dann war das funktionsfähig. Ja, guck mal, dann bin ich ja gerade am blühenden Anfang, sozusagen. Ja, also, und die schwereren Böden, muss man sagen, also 10-12 Jahre, braucht schon die erste Phase der Umstellung, ne? Strukturbildung und so weiter und so fort. Ja. Da sind wir ja dann wieder bei dieser alten Tabelle vom Rolf Derbsch mit den 4 Stufen, die jeweils ungefähr so 5 Jahre dauern. Ja. Man kann es nicht direkt vergleichen, weil ich denke, in Südamerika unter anderen klimatischen Bedingungen haben wir diese Prozesse schon schneller ablaufend. Wir müssen hier immer betrachten die Jahresmitteltemperatur und die Vegetationszeit. Genau. Denn im Boden, über die Pflanze passiert im Boden nur was während der Vegetation, während die Pflanzen leben. Eine Bodenveränderung ohne mechanischen Eingriff findet ja nur über Wurzelausscheidungen und die Bodenbiologie statt. Und wenn dort nichts Grünes draufsteht und es
keinen Transfer von Nährstoffen, von Exudaten in den Boden gibt, dann passiert auch im Boden nichts. Sodass das Zeitfenster, wo hier bei uns was passiert, wesentlich kleiner ist als in wärmeren Regionen. Ja, unser Jahr hat praktisch nur 7-8 Monate so ungefähr. Und das bisschen, was da über Winter passiert, das ist wahrscheinlich so, das Bodenleben wird noch so gerade am Leben gehalten, dass es nicht stirbt. Ich vergleiche das dann immer gerne so, naja, Trecker, Spritfilter, dicht, es reicht so gerade, dass der Motor nicht ausgeht. Ne? Ja, ich denke, das kann man vergleichen. Also die Bodenbiologie geht, wenn es in den Frostbereich reingeht, geht die auch in den Winterschlaf und kommt im Frühjahr dann langsam wieder raus. Dann haben wir so bei erfahrungsgemäß 10, 11 Grad Bodentemperatur, haben wir dann wieder die Regenwürmer, die anfangen, und bei höheren Temperaturen kommt dann die andere Bodenbiologie auch in Gang. Aber wenn die Bodentemperatur dann zu hoch wird, dann haben wir das Problem, dass dann auch wieder alles runtergeregelt wird. Vielleicht bevor wir auf das Thema weiter eingehen, noch mal kurz so eine Überlegung, die ich gerade hatte. Du sagtest ja, der Sandboden, der stellt sich hier schneller um. Du hast jetzt hier, das waren 750 Millimeter, so ja. Halbwegs gleichmäßig übers Jahr verteilt oder auch mit Frühsommertrockenheit? Also schon eine gewisse Frühsommertrockenheit und der niederschlagsreichste Monat war in der Regel der August. Okay. Also ich sag mal so, bei mir und bei Christoph scheint es ähnlich zu sein. Wir sind ja mehr im Trockengebiet. Wir haben so den Eindruck, die guten Böden, da ging schneller und am besten natürlich da, wo man vorher schon genug Humus hatte. Weil da, wo ich immer, wo der Grundwasserstand nicht so nieder oder so tief ist, habe ich ja immer ein gutes Wachstum, habe schon immer irgendwann Humus aufgebaut, auch schon lange bevor der Mensch das geflüchtet hat, habe da einen gewissen Humusgehalt. Und da, wo wir diese totalen Sandböden bei uns haben, die ja wirklich ertraglich so richtig einbrechen, da kriegen wir ja nie viel Exudate rein, da kriegen wir nie viel Ernterückstände und so weiter. Deswegen ist es ja jetzt interessant, dass wir mit so vielen unterschiedlichen Landwirten sprechen und jeder kann ein bisschen was anderes berichten und die Zuschauer, die können sich dann so ein bisschen was daraus machen, so okay, mein Klima kann ich mit dem da vergleichen, dann kriege ich vielleicht ein bisschen eine Idee, was ist bei mir los. Ja, im Endeffekt ist es trotzdem, dass man beobachten muss, was passiert oder beobachten sollte. Das ist ja eine spannende Geschichte auch zu sehen, was sich verändert, wie sich was verändert. Ja, aber man merkt selber und ich weiß das noch ganz genau, das war bei mir 2015, da hatten wir auch so einen GKB-Tag und ich habe gemerkt, zum Beispiel der Rolf Schneider, ich wusste, oh, der weiß ein bisschen was und ich habe mich da so ein bisschen dran gehängt und den ausgefragt. Ne? Und von ihm kam dann irgendwann die Antwort, du musst beobachten, du musst überlegen und musst dann entscheiden. Das war so in dem Moment gar nicht das, was ich hören wollte. Naja, aber dieses Entscheiden, dieser Entscheidungsprozess, das ist ja eigentlich eine ganz wichtige Geschichte in der Landwirtschaft, wie überall. Also erstmal, wenn ich ein Problem habe, muss ich ja erstmal das Problem analysieren. Das ist der erste Schritt. Was ist wirklich das Problem? Das zweite ist dann Lösungswege überlegen. Was gibt es für Lösungsmöglichkeiten dieses Problems? Und dann die dritte Phase ist, es auszuprobieren. Einen Weg auszuprobieren, beobachten, gucken, was passiert. Stellt sich das ein, was ich in meinem Kopf mir ausgedacht habe, oder liege ich komplett daneben und muss mir wieder einen neuen Lösungsweg an? Und deswegen am besten auch nicht den ganzen Betrieb auf einmal. Aber ich sehe es ja heute genauso. Ne? Und dann überlegt man immer, da kommen die jungen Landwirte und die wollen am liebsten, was wir vorhin am Anfang schon gesagt haben, die wollen am liebsten ein Rezept haben. Und ich war damals genauso. Ich wollte auch damals vom Rolf das Rezept hören und vom Ulrich und von dir. Ne? Das hatte ich auch so im Kopf drin, weil die Frage, die haben wir uns ein bisschen später gestellt. Und der Heiner und ich, wir sind da zusammen auf die Idee gekommen, mit Heiner machen wir auch noch ein Interview. Wir haben ja in der Landwirtschaft, da wären wir wieder bei dem, wo kommt das Problem her, die Überlegung. Die meisten Berater sind ja gleichzeitig die Verkäufer. Also wir werden ja von den Leuten irgendwie beraten, was wir machen sollen, die uns nachher die Produkte verkaufen. Und das sind wir in der Landwirtschaft ja so gewohnt. Und ich sage mal, also diese freie, neutrale Beratung, die haben wir schon, aber relativ wenig. Das,
sehe ich schon so ein bisschen als so ein Problem, so ein Dilemma in der Landwirtschaft mit an. Wir sind es ja nicht gewohnt, für gutes Wissen auch zu bezahlen, zum Beispiel. Das ist das eine, aber ich denke, eine ganz wichtige Geschichte ist, sich auf seine eigene Intuition und seine eigenen Gedanken zu verlassen. Also traue dem, was du siehst und was du machst. Definitiv. Und nicht das dem, was ein anderer dir erzählt. Er könnte ja auch andere Gedanken. Das ist auch ganz klar, ja. Das ist das eine. Zurückzukommen auf diesen Entscheidungsprozess, also das Beobachten, zu sehen, was passiert, das wird ja noch komplexer, wenn man weiß, dass alles, was ich mache, eine kurzfristige, also sofort sichtbare Wirkung hat, eine mittelfristige, die erst nach einer Weile sichtbar wird, und eine langfristige Auswirkung hat. Egal, ob es eine Wirkung oder eine Nebenwirkung ist. Ja. Und ja, wie soll ich sagen, da kommt dann diese Intuition gewordene Erfahrung, die durch nichts zu ersetzen ist, mit ins Spiel, dass man dann auch irgendwann intuitiv anfängt zu sehen, ja, wenn ich das mache, zum Beispiel, dass wir schon seit vielen Jahren keine Insektizide mehr einsetzen und dass da ein anderes Fließgleichgewicht von Schädlingen und Nützlingen da ist, was die Nützlinge, sagen wir, etwas besser in Schach hält. Aber es kann sein, dass wieder die Situation kommt, wo ich eine Kultur mit einem Insektizid retten muss, damit sie nicht verloren geht. Damit sie nicht verloren geht. Weil wenn ich jetzt nichts ernte, also von diesem Stück Land niemanden ernähre, ja, dann habe ich keine Wirkung. Dann ist auch die geringste Nebenwirkung zu viel. Ja. Also das ist sozusagen der Spagat in der Entscheidungsfindung. Genau, weil wenn wir das jetzt nicht machen würden, dann wäre man ja auch immer an einem Punkt, dass man überlegen muss, so okay, wie viel Menschen kann dieser Planet ernähren und wie viele kann er davon nachhaltig ernähren? Ja. Ne? Und deswegen sollten wir ja immer bemüht sein, dass wir aus wenig Fläche, mit wenig Schaden, viel rausholen. Ja. Oder am besten mit gar keinem langfristigen Schaden. Genau. Ja. Aber ich sag mal, diese Beobachtung, die du gerade sagtest, das hatte ich auch mal ein Jahr. Wir hatten ein Raps, war in dem Jahr, das war 17 auf 18, 17 war ja sehr nass. Da hatten wir ausnahmsweise mal Schnecken bei uns, das ist ja schon sehr selten bei unserem Sand. Die Hälfte war mit einer Untersaat drin. Und da war, glaube ich, nur eine Insektizidspritzung damals nötig. Auf den anderen musste ich zweimal drüber. Und da, wo ich nur mit dem einen Insektizid war, hatte ich nachher noch viel mehr Käfer. Und da musste ich auch nichts gegen die Schnecken machen. Oder viel weniger mit der Schnecke machen. Da bin ich, glaube ich, einmal mit einer Drittelaufwandmenge Schneckenkorn drüber gefahren. Und es war alles gut. Und auf den anderen, also war ich, glaube ich, am Ende bei der vollen Aufwandmenge Schneckenkorn. Ne? Da kommt man es ja sogar schon kurzfristig sogar sehen, dass das dann auch, okay, lasse ich die Insekten in Ruhe, habe ich mehr Laufkäfer und Sonstiges, ja, und die knabbern mir ganz gut die Schnecken da weg. Ne? Ja, und das ist aber das, was man erst mit der Zeit und mit der Beobachtung feststellt. Dieses komplexe System Boden oder Pflanze und Boden, ich würde mal sagen, vielleicht haben wir auf der ganzen, vielleicht 3% von diesem Ganzen verstanden, ja, wenn überhaupt, genau. Und das aber ist eigentlich in meinen Augen so wichtig, da weiterzukommen, da weiter zu forschen. Und das Nächste ist ja auch, dass man jetzt einfach mal sagt, so okay, ich nehme es jetzt mal in Kauf, ein bisschen Ertrag zu verlieren und das, um bei dem Thema zu bleiben, das Insektizid weg, da gehört ja auch Mut zu in dem Moment. Ne? Ja. Und das kann ja auch mal, weil Landwirtschaft, du weißt nie, wie das Wetter danach ist, das kann ja auch mal wirklich umschlagen und dann denkst du dir nach, ach verdammt nochmal, hätte ich doch. Ne? Und also diese Experimentierfreude und das Risiko, das muss ja auch irgendwo, sag mal, ein Gleichgewicht halten. Ne? Weil ich war auch mal so an so einem Punkt, da denkst du so nachher, oh nee, schalt mal gar nicht zurück, du willst gerade zu viel. Zu viel auf einmal, ja. Genau. Ja, das ist, also man darf nicht zu experimentierfreudig sein, weil dann die Säule der Betriebsstabilität zerbrechen kann. Genau.
Also wenn man zu sehr ins Risiko geht. Ich meine, Fakt ist, wenn ich die Bodenbearbeitung reduziere, in Systeme einsteige wie die Direktsaat, dann erhöht sich in jedem Fall das Risiko. Das ist zu einem Großteil darin begründet, dass ich noch nicht so viel Erfahrung mit dem System habe. Also oft eigene Fehler. Das ist, ich sage es mal aus dem Bauch heraus, 70% vielleicht. Und die restlichen 30% sind andere Geschichten, die auch mit der höheren Biodiversität im Boden zu tun haben. Denn Biodiversität im Boden ist erstmal ein gutes Schlagwort, aber es kann sich auch auf die Kultur negativ auswirken. Also es ist nicht alles positiv. Ja, ich habe ja auch teilweise manche Schädlinge verschwinden und andere Schädlinge kommen. Ja. Oder die Unkräuter verändern sich und alles, was ich vorher gewohnt habe, das gilt plötzlich nicht mehr. Ich fange ja wieder von vorne an. Ich kann nicht mehr so auf diese Erfahrungsbasis von vorher bauen. Ne? Ja, und das ist auch, ich meine, dieser Grad wieder zwischen Wirkung und Nebenwirkung. Ich kann einen Boden mehr oder weniger tot machen und mit viel Pflanzenschutzaufwand und viel Düngeraufwand dort Erträge runterholen. Ich kann Menschen ja auch eine gewisse Zeit über einen Tropf ernähren, wenn er im Krankenhaus liegt oder sonst was. Das geht eine bestimmte Zeit. Ich gebe ihm rein die Nährstoffe, die er braucht oder sonst wie was. Aber das Mikrobiom im Darm arbeitet nicht weiter. Es wird kein Vitamin C produziert und. Da sind ja so viele andere Sachen, die ja nicht so typisch chemisch, physisch. Und so kann man eigentlich sagen, der Boden ist der Darm der Pflanze. Genau. Und je besser dieses Mikrobiom im Boden ausgebaut ist, je mehr ich es in Ruhe lasse, desto besser kann wahrscheinlich auch die Pflanze ernährt werden. Das ist zumindest die Theorie. Ich bin kein Wissenschaftler, ich kann es nicht wissenschaftlich nachweisen, aber ich sehe, dass wir mit verhältnismäßig wenig Pflanzenschutzeinsatz, also laut unserer Betriebsanalyse haben wir ungefähr 40-50% der Pflanzenschutzkosten, wie andere Betriebe haben. Also jetzt alles komplett, Insektizide, Fungizide. Alles komplett. Ja. Ich ernte nicht viel weniger. Da ist das Soll 2030 oder 2040 ist doch dann schon erfüllt. Ja gut, wobei man das, ich denke, man muss es aus einer anderen Perspektive betrachten. Man muss es wirklich aus der Bodenperspektive. Man kann es nicht, sagen wir mal, an Mengen packen und so weiter. Das ist kontraproduktiv, weil auch die Wirkstoffe in unterschiedlichen Mengen aufs Feld kommen. Ja, so, das ist, sondern wir müssen es aus der Perspektive des Bodens betrachten. Was kann der Boden vertragen und wo kommt er an die Grenze? Und das ist eigentlich auch meine Frage für die Zukunft, dass wir da Entscheidungshilfen brauchen, zu gucken, in welchem Zustand ist der Boden, was kann er vertragen? Bei der bodenbiologischen Untersuchung genau. Wir auch dran arbeiten, genau. Und da ein bisschen weiterzukommen. Und was ich beobachte, zumindest bei der mechanischen Belastung des Bodens, haben wir nach vielen Jahren Direktsaat eine ganz andere Resilienz, was Bodenverdichtung angeht. Der Boden ist selber so kraftvoll, will ich es mal nennen, dass er eine mechanische Belastung innerhalb kürzester Zeit wieder, also mechanische Belastung heißt eine Überfahrt mit dem Traktor, oder der Eingriff der Sämaschine oder eventuell unter bestimmten Bedingungen das Nutzen einer Walze. Das sind ja alles Sachen, die in den Boden eingreifen, die etwas verändern am Boden. Und wenn es beim Striegel nur die Erntereste sind, die auf der Bodenoberfläche liegen, die werden anders verteilt. Diese Kraft aus sich selber heraus, das wieder zu ordnen, das sehe ich zum Beispiel nach dem Striegeln, wie schnell das Stroh an der Bodenoberfläche wieder zu diesen Regenwurmhäufchen zusammengezogen wird. Ja, da wollte ich auch gerade drauf eingehen. Das ist so faszinierend. Das sind manchmal
4-5 Tage nach dem Eingriff, wo alles durcheinander gewirbelt wird, an Ernteresten auf dem Boden durch den Striegel, nach 4-5 Tagen ist das alles wieder geordnet und sortiert. Das heißt, die Regenwürmer haben in dieser Zeit die gesamte Biomasse, die auf dem Boden aufliegt, bewegt, in ihre Ordnung gebracht. Haben den Schutz wieder über der Röhre, dass die Luft dann nicht so reinzieht, genau, dass es austrocknet. Das kann man so kaum erklären. Das muss man eigentlich auf dem Feld zeigen, wie das funktioniert. Und das geht sogar bis hin zu Maisstroh, was wirklich groß und schwer ist. Dass das zusammen zu Haufen zusammengezogen wird. Und das ist eine gigantische Leistung. Und das zeigt mir, dass ein Boden auch belebt und in Ordnung ist. Genau. Oder auch, weil du vorhin sagtest, diese Verdichtung. Ich meine, gut, das ist jetzt bei uns, da ist meistens trocken, der Boden ist recht sandig. Wir kriegen da in der Regel keine Spuren reingefahren. Aber wenn ich jetzt so mit den Drecksehern spreche, die in den Regionen sind, wo du eher mal so eine Spur reinfahren kannst, die sagen alle, ja, wir sehen danach leichte Spuren, zum Beispiel jetzt eine Silomaisernte. Aber ich weiß jetzt nicht mehr nach genau wie vielen Tagen, aber dann sagen die auch so, ja, spätestens nach einer Woche, das geht wieder hoch, das ist wieder ausgeglichen. Ja, ich habe es selbst gesehen, bei Bodenfeuchte, dass der Boden einfedert und wieder ausfedert. Mhm. Und das zeigt mir, dass da eine sehr stabile Struktur drunter ist, die eine Vorspannung hat, die einfach in der Lage ist, das wegzuschlägen, ohne dass eine Aggregatveränderung stattfindet im Boden. Genau, ohne die Schadverdichtung. Ohne die Schadverdichtung, ja. Und sollte es mal zu einer Schadverdichtung partiell kommen in einer Traktorspur oder irgendwas, dass der Boden aus sich selber heraus in der Lage ist, das Ganze wieder aufzulockern, biologisch zu lockern, also viel stabiler zu lockern, als es eine Bodenbearbeitung kann. Ich meine, an den Punkt, da kommt man wirklich erst nach 10, 12, 14 Jahren Direktsaat, also an diesen Stabilitätspunkt, nenne ich es mal so, dass der Boden so resilient ist. Und dann, habe ich gemerkt, kann man auch unter Umständen wieder ein bisschen mehr, manche Kulturen brauchen halt ein ganz klein bisschen bearbeiteten Horizont. Ja, also die Feinsämereien. Da kann ich wieder mehr eingreifen, ohne dass der Boden Schaden nimmt oder dass er sich sozusagen rückwärts entwickelt. Mhm. Weil einfach eine ganz andere Kraft im Boden steckt, um das wieder... Ich merke es ja bei mir auch, ich mache es jetzt seit letztem Jahr, wenn ich einen Raps sähe, dann sage ich, okay, entweder ich stelle die Scheiben ein Loch tiefer oder mache frische Scheiben dran. Ich gucke, dass ich am besten auf beide Seiten relativ frische Blades drauf habe, dass ich dann gerade für den Raps doch so ein bisschen Feinerde mache und mache dann nachher wieder die abgerockten Blades dran. Also dem Getreide ist es relativ egal und den Erbsen ist es 10-mal egal. Ne? Ja. Also bestimmte Pflanzen, auch zum Beispiel Phacelia-Vermehrung, die wir machen, die brauchen eine bestimmte lockere Bodenstruktur obendrauf. Ne? Ja. Es ist eine Durststrecke, bis man an diesen Punkt kommt. Aber dann gibt das System auch was zurück. Dann kommt der Return of Investment. Also Und dann muss man jetzt natürlich überlegen, dass ja viele vorher dann wieder aufhören und sagen, oh nee, komm, nee, ich habe hier dies oder das oder die Struktur gefällt mir nicht. Ich muss da jetzt noch einmal mit dem Grubber durch und reset, geht zurück auf los, nimm keine 4.000 Euro mit und viel kaputt gemacht. Ne? Das ist das Problem, was passieren kann. Wobei auch da, wenn sich was aufgebaut hat, auch nach 4-5 Jahren hat sich ja schon was aufgebaut und ich greife da mal tiefer rein, ist das ein anderer Startpunkt, als wenn ich jetzt 20 Jahre intensiv bearbeitet habe. Du gehst nicht ganz auf los. Es geht immer ein Stück Zeug. Genau. Aber also das ist auch wieder ein Teil dieser Entscheidungsfindung zwischen dem betriebswirtschaftlichen, also dem Überleben des Betriebs, der Profitabilität des Betriebes und auf der anderen Seite der Nachhaltigkeit. Ne? Wir bewegen uns einfach die ganze Zeit zwischen Zielkonflikten und müssen abwägen, was dann das Wichtigere ist. Ne? Was nützt die beste
Bodenstruktur, was nützt die höchste Biodiversität auf dem Feld, wenn mein Betrieb krachen geht? Ich habe ja hier auf dem Betrieb sehr viele Fachschüler durchgeschleust, die waren hier auf Feldtagen und so weiter. Und meine Botschaft eigentlich an die war immer, macht nichts, weil ihr es immer schon gemacht habt, sondern hinterfragt, was ihr tut. Hinterfragt, warum macht ihr das? Was hat das für eine Wirkung? Was hat das für eine Nebenwirkung? Auch kurz-, mittel-, langfristig. Und baut diesen Prozess in eure Entscheidungsfindung ein. Um einfach ja, aus dieser Routinetrott herauszukommen. Genau. Innovatives kann nur geschaffen werden, wenn man sich und das, was man tut, in Frage stellt oder von verschiedenen Seiten betrachtet und die Probleme erkennt, die Zielkonflikte erkennt und dann sozusagen versucht, da Lösungen zu finden. Ja. Am Anfang ist man experimentierfreudig, dann kommt das erste Lehrgeld, dann kommt ein Dämpfer, dann kommt auch, das muss ich rückwirkend sagen, auch mal eine Zeit einer Art ideologischen Phase, wo ich dann genau das Prinzip, wie es in Südamerika war, 1:1 umsetzen, habe aber auch schnell gelernt, ob es funktioniert nicht. Wir müssen hier anders denken, weil wir ein anderes Klima haben, weil wir andere Niederschläge haben, andere Böden, bis dann sozusagen sich das einpendelt auf einem eigenen Weg, genau, den man geht. Und diesen Prozess, den muss eigentlich auch jeder da draußen durchmachen. Schwenker, könntest du dir heute noch mal vorstellen, dass du wieder, weiß ich nicht, eine intensive Mulchsaat dauerhaft macht oder anders ausgedrückt, wäre das für dich noch eine Form der Landwirtschaft, die dir Freude machen würde? Drück doch mal so aus. Definitiv nicht. Also mir tut's schon fast körperlich weh, wenn ich im Herbst gepflügte Felder sehe, wo die groben Schollen oben drauf liegen, wo der Boden ja eigentlich nur noch als Substrat behandelt wird. Ja, ich habe früher mal so gesagt, so Petrischale oder. Ja, nee, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich meine, ich bin ja eher ein Handwerker als ein Landwirt. Ich bin Quereinsteiger und ich muss sagen, das, was manche, die in der Landwirtschaft aufgewachsen sind, mit der Muttermilch aufgesogen haben, ich bin mit 35 sozusagen in die Landwirtschaft gekommen, das hole ich nicht mehr auf. Also es gibt ja Leute, die gucken sich eine Pflanze an und sehen, oh, die hat den Mangel und das Problem. Das kann ich nicht. Das geht mir vollkommen ab. Ich bin eher jemand, der technisch mit einer technischen Lösung an Probleme rangeht oder mit technischen Sicht, aber mittlerweile auch in den letzten Jahren versuche ich mit einer größeren, vielleicht auch philosophischen Ansatz an das Ganze heranzugehen. Ja, also für mich war es ein großes Schritt, das Ganze, auch das Glyphosat, was ja umstritten ist, als Werkzeuge zu sehen. Und alles kann ich zum Fluch oder zum Segen einsetzen. Und ich muss es so einsetzen, dass es zum Segen wird. Es ist ein Werkzeug. Und mit dem Werkzeug kann ich Gutes machen, nämlich indem ich die Bodenbiologie nachweislich schone, einen reinen Tisch zu machen, um der Folgekultur einen Vorsprung zu geben. Dafür kann ich es nutzen. Es gibt auch Dinge, wofür ich es nutzen kann, die nicht so optimal sind. Zum Beispiel zur Erntesikkation. Sikkation heißt sozusagen eine Voreerntebehandlung, um die Abreife zu beschleunigen. Ja, um die Ernte zu erleichtern. Oder manchmal erst zu ermöglichen. Also sagen wir mal, im Notfall ist es in meinen Augen auch gerechtfertigt, aber als Standardmaßnahme das so zu machen, da ist nämlich die größte Gefahr, dass dann Spuren davon auch in die Nahrungsmittelkette kommen können.
Da sind wir ja dann beim Missbrauch dieses Werkzeuges. Ja. Und bei den, sag ich mal, Roundup-Ready-Sorten, wenn man da jetzt wirklich ziemlich spät noch durchfährt, was ja irresistent ist, weil es einfach nochmal billiger ist als vielleicht ein selektives Mittel, das ist natürlich auch so ein gewisser Missbrauch aus Bequemlichkeit oder wenn man nochmal die letzten 2 Euro raussparen will, ich weiß nicht ganz. Das ist wie bei allem, die Dosis macht's. Genau. Das ist der Grat zwischen Fluch und Segen kann manchmal sehr, sehr schmal sein. Mhm. Und was man da auch beachten muss, ist, je öfter ich ein Mittel oder ein Werkzeug einsetze, desto eher kann es auch passieren, dass sich Resistenzen bilden. Also je höher der Selektionsdruck ist, den ich ausübe über solche Werkzeuge, desto schneller kann es auch zu Problemen kommen, zu Resistenzen, die dann vielleicht kurzfristig noch kein Problem sind, aber langfristig mir enorme Kosten verursachen. Das kann man eigentlich für jedes Werkzeug so. Da gibt es eins, wo ich es zum Segen einsetze und eine Variante, wo ich es zum Fluch einsetze. Genau. Und ich muss selber sozusagen die Wirkung und die Nebenwirkung gewichten und in die virtuellen Waagschalen werfen und danach meine Entscheidung treffen. Genau, das ist alles abhängig vom Jahr, spontan. Ja. Und es muss mit der Gesetzgebung stimmen. Ja, das wird zunehmend leider schwieriger. Genau. Je mehr sich eine Gesetzgebung vom fachlich Sinnvollen entfernt, in eine Richtung, ja, ich nenne es mal eine ideologische Richtung bewegt, desto gefährdeter sind eigentlich Innovation und Fortschritt in dem Bereich. Dann findet nur noch Rückschritt statt. Es sollte eigentlich dort die Bremse gelockert werden und Innovationsfreude belohnt werden, sagen wir es mal so. Oder erstmal ermöglicht werden und belohnt werden. Und da muss der Raum auch so frei sein, dass man auch das zurzeit Undenkbare mal probieren kann. Ja, das, wie kommen wir da hin? Jetzt sind wir einmal schon so in dem ganzen Philosophischen drin. Jetzt können wir natürlich wirklich weiter philosophieren und mal überlegen, Mensch, ob wir schaffen oder nicht, wie kämen wir da hin? Also ich denke, ein wichtiger Schritt ist erstmal den Menschen, die nichts mit der Landwirtschaft zu tun haben, die Komplexität in den Entscheidungsfindungen, die Komplexität in der ganzen Bewirtschaftung deutlich zu machen und dass wir uns immer wieder mit Zielkonflikten, zwischen Zielkonflikten bewegen. Ne? Mache ich das eine, habe ich das andere Problem. Mache ich das, habe ich dieses Problem. Und es ist immer schwierig, da den Weg zu finden, den ich eigentlich suche, die höchstmögliche Wirkung, also die höchstmögliche Produktivität, nicht die höchste Produktivität, sondern die höchstmögliche bei geringstmöglichen Nebenwirkungen zu erreichen. Ich meine, wir haben eine Entkopplung zwischen Stadt und Land, nennen wir es mal so. Und selbst viele auf dem Land wissen nicht mehr, mit Landwirtschaft etwas anzufangen. Und diesen Freiraum nutzen natürlich auch Organisationen aus, um Deutungshoheit über bestimmte Bereiche zu erlangen. Die Deutungshoheit heißt aber nicht, dass sie es damit besser machen. Und ich würde mal sagen, wenn jemand Probleme mit der Landwirtschaft hat, soll er zu uns kommen und mit uns reden. Und wir werden versuchen, den Menschen das auch zu erklären, warum wir was machen, die Entscheidungsfindung darzulegen. Vielleicht hilft das ja dem einen oder anderen jetzt schon, was wir hier besprochen haben. Um da einfach zu der Erkenntnis zu gelangen, hier sind Landwirte, und ich denke, es sind sehr viele Landwirte da draußen, die sich schon sehr große Gedanken über das machen, was sie dort tun. Es gibt unterschiedliche Lösungsansätze. Wir haben hier jetzt einen mit der Direktsaat erklärt. Das ist
ein Lösungsansatz, den ich präferiere, den du präferierst. Aber es können andere Bedingungen sein, wo andere Entscheidungen getroffen werden, die sagen, nee, wir machen das lieber so, weil wir mehr Sicherheit haben oder weil bestimmte Kulturen das so brauchen. Es ist also ein großer Raum an Möglichkeiten, auch die Landwirtschaft immer ökologischer oder ökologisch verträglicher und trotzdem produktiv zu machen. Um es auf einen Nenner zu bringen, wir können die Probleme, die wir in der Landwirtschaft haben, nicht mit bundesweiten Verordnungen lösen, sondern dass die Lösung geht nur über regionale Ansätze vor Ort. Also sozusagen die Schwarmintelligenz der Landwirte zu nutzen, um die Probleme vor Ort zu lösen. Dann sind wir ja hier wieder gerade ganz gut dabei, dass wir den Landwirten erstmal dieses Wissen geben. Ne, weil viele Landwirte haben das ja auch nicht oder viele könnten auch gar nicht so gut die Sachen kommunizieren. Das ist ja auch nochmal ein Problem, dass sie es wirklich den Leuten klar machen. Aber eine andere Sache, die mir gerade nochmal so durch den Kopf ging, das Problem ist ja so ein bisschen die NGOs, die leben ja so ein bisschen von den Skandalen und von der Angst, weil dadurch bekommen sie Spenden. Das heißt, jedes Mal, wenn man Angst macht, da läuft in der Natur etwas nicht, wie es sollte, bekommen sie Mitglieder, bekommen sie Spenden. Und da ist der Landwirt natürlich für die ideale Angriffsfläche, weil der kümmert sich flächenmäßig den größten Teil der Natur. Zumindest sagen wir jetzt hier bei uns im Land. Ja, das ist der Kampf um die Deutungshoheit und ich will es mal so ausdrücken, ungelöste Probleme sind das Beste für NGOs, die daraus profitieren wollen. Und die Probleme dürfen auch nicht gelöst werden, weil ein gelöstes Problem ist, wie am Stuhlbein sägen. Ist ein Problem. Genau. Deswegen, also ich beobachte das auch generell so ein bisschen in der Politik. Ich nenne das gerne teurer Pseudo-Umweltschutz. Weil es muss teuer sein, da sind die Lobbyisten dabei, die irgendwas Teures verkaufen wollen. Es muss Pseudo sein, weil sonst kann man danach nicht mehr rumjammern. Und der Umweltschutz, das ist fürs gute Gefühl, für die Glaubhaftmachung, dass das Volk dahinter steht und alles. Aber im Endeffekt, es wird eine ganze Menge Quatsch in die Wege geleitet. Es ist eine massive Geldumverteilung, die dort stattfindet. Definitiv. Ja, und da sind auch wirtschaftliche Interessen dran. Ich will jetzt nicht allen NGOs unterstellen, dass sie nicht auch an der Verbesserung interessiert sind. Da sind auch Leute dabei, die verstehen es auch. Ja, ne? Also ich habe auch Leute von der Basis kennengelernt, die brennen wirklich für Umweltschutz. Aber ich sehe es durch die politische Arbeit, die ich im Praktikernetzwerk eine Zeit lang mal gemacht habe, dass einfach da auch Probleme, die schon da sind, aber massiv aufgeblasen werden, ohne und dann Lösungen in die Wege geleitet werden, ohne wissenschaftliches Fundament. Mit viel Geld und viel Aktionismus, aber sehr wenig wirklicher Problemlösung. Und die wirkliche Problemlösung in meinen Augen kann nur vor Ort geschehen. Also sagen wir mal, wir haben hier in der Region, wir haben hier ein Problem, wir haben nur mal gesponnen, vor 20 Jahren wären hier noch so und so viele Singvögel gewesen, das ist runtergegangen. Ja, woran liegt's? Jetzt muss ich ja erstmal eine Analyse machen, jetzt muss ich ja erstmal gucken, was sind die ganzen Faktoren, die damit reinspielen, um dann vielleicht eine Ursache zu finden. Und dann muss man sich zusammensetzen in der Region, dieses Problem formulieren und überlegen, wie kann man jetzt Lösungsansätze erarbeiten und wie kann man sie umsetzen. Und das ist ja immer wieder das Problem, dass ich diese Lösungsansätze auch kontrollieren muss auf ihre Wirksamkeit.
Und da kann es passieren, ich habe einen Lösungsansatz, der mir erstmal schlüssig erscheint, ich setze ihn um und merke, es passiert gar nichts. Dann muss ich ja eigentlich den Schritt zurückgehen, mir neue Lösungsansätze überlegen und dann wieder ausprobieren. Das ist auch ein Versuch von oder ein Spiel von Versuch und Irrtum. Da müsste man ja vielleicht eigentlich schon mal fast überlegen, also da ist ja eigentlich auf Kreisebene ist da ja schon bald Schluss. Also ja. Landesebene ist ja das schon... Das ist schon nicht mehr handelbar. Viel, ne? Weil, ja. Das ist ja eigentlich auf Kreisebene Schluss und da könnte man ja schon fast überlegen, die Kreise konkurrieren ja im gewissen Sinne um eine Lösungsfindung und da müsste ja eigentlich Land oder Staat müsste ja nur noch an der Position sein, funktionierende Lösungen zu sammeln und sie maximal als Empfehlungen rauszugeben. Als Empfehlungen, also erstmal sozusagen zu unterstützen, diese Lösungsfindung. Also wir sind jetzt gerade mal so ein bisschen in so einer kleinen Utopie. Ja, ja also genau, aber ne? Das ist ja ein Grundprinzip. Wenn ich ein Problem habe, muss ich es erstmal analysieren und dann erarbeite ich Lösungsansätze, dann probiere ich es aus, muss kontrollieren, ob das funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, muss ich wieder neu gehen. Und so bis dass ich dann sage, jetzt haben wir was gefunden, was hilft. Wir haben ja nicht überall die gleichen Probleme. Wir haben ja in jeder Region, da ist ein Gewässerproblem, da ist ein Winderosionsproblem, da ist noch ein ganz anderes Problem. Ja, ne? Also, dann wird in meiner Heimat wird jahrelang sehr viel Gülle ausgebracht und dann gibt es da noch ein bisschen Hänge und alles. Und dadurch kommen dann die Gesetze zustande, dass ich in einer Trockenregion, wo wir quasi keine Auswaschung haben, wo auch das ist eigentlich ausgeschlossen, dass oberflächlich was abfließen könnte, zu bestimmten Zeiten halt keine Nährstoffe ausbringen können, obwohl das bei uns total sinnvoll wäre, weil wir dann noch die Feuchtigkeit im Boden haben, um das aufzunehmen. Mhm. Oder in der Dreckzeit halt noch mal mehr auch noch die Zeit haben, es in den Boden reinzukriegen. Bei uns ist ja nicht das Problem, dass es aus dem Boden ins Grundwasser geht. Wir müssen ja erstmal schauen, gerade wenn wir noch Organik haben, kriegen wir die von oben in den Boden rein, bevor es wieder zu warm draußen wird. Ja? Ja. Und da siehst du schon, und das sind Luftlinie 350 Kilometer. Mhm. Und ja. Dazwischen sind noch mal mindestens drei Regionen wieder anders. Ganz andere Probleme haben, ja. Also man kann eigentlich nur dazu aufrufen, sagen, wir müssen diese Problemlösungen wieder in die untersten Ebenen bekommen und dort in Form von rundem Tisch, wie auch immer, sei es Naturschutzämter oder und nur in der Zusammenarbeit können wir da Lösungen finden. Auf dem Verordnungswege oder mit Geboten und Verboten kommen wir dort nicht weiter. Vorteile und Risiken eigentlich. Man hat sehr schnell Vorteile, was die Befahrbarkeit der Felder angeht. Man hat sehr schnell Vorteile, was die Resilienz gegen Bodenverdichtung angeht. Man hat auch, sagen wir mal, sehr schnell arbeitswirtschaftliche Vorteile. Man erkauft sich das mit einem etwas höheren Risiko, das man eingehen muss. Das Risiko ist aber, hängt immer von der Person ab. Also ich sehe schon die Direktsaat als große Möglichkeit, einen Ackerbau zu betreiben, der weniger in die Natur, in Ökosysteme eingreift, als konventionelle Verfahren. Es ist auch spannend zu beobachten, wie sich ein Boden verändert. Und ich finde es immer wieder faszinierend zu sehen, wie die Biologie die Herrschaft über den Boden übernommen hat, um es mal so auszudrücken. Wie würdest du das sehen? Siehst du, dass du eine Düngereinsparung hast, die Pflanzenschutzeinsparung hast du ja schon gesagt. Wie schätzt du das ganze Nitratthema ein in der Direktsaat? Es ist da schwierig, mit konkreten Zahlen zu antworten, wenn kein Jahr ist wie das andere. Meine Beobachtung rückwirkend ist, dass wir wahrscheinlich in den ersten 5, 6, 7 Jahren der Direktsaat hätten mit einem höheren Stickstoffeinsatz auch mehr ernten können, weil der Boden, ich habe es gesagt, der frisst Stickstoff.
Der braucht wahrscheinlich für den Humusaufbau, wenn der Humus aufbaut, also braucht der Stickstoff. Es kommt aus dem Boden nicht so viel zurück. Das ist etwas, was sich nach einer gewissen Zeit dreht, wo dann auch der Return, das, was man vorher in die Spardose reingesteckt hat, man auch verzinst herausnehmen kann. Also es ist ganz schwierig, da konkrete Zahlen zu nennen. Was ich schon denke, ist, dass die Nitratauswaschung deutlich zurückgehen, dass also die Stickstoffverluste weniger werden, damit die Stickstoffeffizienz, was ja jetzt bei den hohen Gaspreisen und den hohen Düngerpreisen eigentlich eins der wichtigsten Themen ist, die auch bearbeitet werden müssen, die Stickstoffeffizienz von Anbausystemen zu verbessern, dass wir da eigentlich schon ziemlich gut sind, dass wir also den Stickstoff sehr effizient in Ertrag umsetzen können. Also ich würde sagen, der gesamte Energieeinsatz in das System geht deutlich runter. Und damit auch die Emissionen. Mäuse, Schnecken, Wildschweine, ist das hier alles ein Thema? Wie sieht das hier aus? Hat sich da was, kannst du das irgendwie sagen, hat sich da was verändert zu vorher? Siehst du einen Unterschied zu den Nachbarn? Oder? Also Wildschweine, würde ich sagen, gehen sehr gerne auf unsere Flächen, weil sie nur ihre Nase in die Erde stecken müssen, die Zunge raus und dann haben sie Regenwürmer, also sprich tierisches Eiweiß im Maul. Also das sieht man schon und wir haben es auch schon gehabt, dass eine ganze Fläche umgewühlt war, die sah aus wie gegrubbert. Das ist schon vorgekommen. Also das scheint attraktiv zu sein. Ja. Auch sehen wir im Winter sehr viel Wild auf unseren Flächen äsen, Rehwild. Also was ich beobachtet habe in mehreren Jahren schon im Frühjahr, bei Frühjahrsaussaat, dass hinter der Sämaschine sehr viele Schwalben herfliegen. Und Schwalben können ihre Nahrung ja nur im Flug fangen. Das heißt, dort müssen kleine Insekten in Größenordnungen unterwegs sein, die den Schwalben als Nahrung dienen, sonst wären die nicht da. Also das ist eine Beobachtung, aber auch wieder nicht wissenschaftlich verifizierbar. Einfach nur so, wie nennt sich das, anekdotische Evidenz. Ja, genau. Wir hatten es ein paar Mal, der Maispflücker, der war richtig voll mit Spinnen. Ne? Ja. Und dann denkt man sich so, okay, die Spinnen sind doch auch nur da, wenn die was zu fressen finden. Ne? Ja, also da muss ich sagen, das ist mein Eindruck nach vielen, vielen Jahren Beobachtung, dass Glyphosat eher für die Insekten förderlich sind, weil sie das Habitat der Insekten in Ruhe lässt. Also ganz anders als das, was so jetzt im Mainstream erzählt wird. Wie es dargestellt wird. Wie es dargestellt wird, genau. Dann haben wir vielleicht auch gerade jetzt einen guten Themenwechsel. Wie siehst du das, naja, drohendes Glyphosatverbot, siehst du irgendwelche Alternativen und wenn überhaupt, was taugen die? Also ich weiß, dass auf Versuchsflächen jetzt Mittel ausprobiert werden, die als Glyphosatersatz gehandelt werden sollen wohl, aber da weiß ich nicht viel drüber. Ich würde es mal so sagen, Glyphosat verantwortlich eingesetzt auf der Stoppel, also nicht in Kulturen, sondern nur wirklich auf der Stoppel, um die Zwischenbegrünung durch Ausfallweizen und Unkräuter zu bekämpfen, ist ein Segen für den Boden und die Landwirtschaft insgesamt. Gibt es auch genügend Untersuchungen, die sozusagen Mineralisierung von Nitratmessen nach Bodenbearbeitung. Wenn man sozusagen mit einer mechanischen Bearbeitung dasselbe Ergebnis erreichen will, erkauft man sich das mit Nebenwirkungen, deutlichen Nebenwirkungen. Ich will nicht sagen, dass Glyphosat nebenwirkungsfrei ist. Es kann auch, sagen wir mal, garnfreisetzende Bakterien oder biomasseabbauende Bakterien etwas
unterdrücken. Das ist das, was ich aus wissenschaftlichen Publikationen weiß. Also wir haben keine Wirkung ohne Nebenwirkungen. Genau. Aber die Frage ist ja was, da sind wir bei den Kompromissen. Ne? Was ist ja, das sind die Zielkonflikte. Genau. Ne? Also wenn wir wissen, dass wir sowieso in die Natur eingreifen und uns überlegen, wie können wir mit geringstmöglichen Eingriff die höchstmögliche Wirkung erzielen, dann würde ich sagen, ist Glyphosat schon eines der Werkzeuge, die vernünftig eingesetzt einen guten Dienst leisten. Und dann wird gerade das im Wasserschutzgebiet verboten, was heißt, da kommt nur mehr Bodenbearbeitung oder vielleicht eine Zwangsökologisierung, also ein Zwangsbio, wo es nachher mit dem Hacken noch weitergeht. Und dann wird man wahrscheinlich irgendwann, ich meine, das dauert ja ein Zeichen, bis es unten ist, da wird man vielleicht irgendwann in 10, 15 Jahren, wird man sehen, verdammt nochmal, jetzt gehen die ganzen Nitratgehalte durch die Decke, weil wir hier ständig mineralisieren. Ja, ja, und man muss sich bewusst sein, wenn ich eine mechanische Unkrautbekämpfung mache, muss ich den Boden ja, sagen wir, striegel- und hackfähig machen. Das heißt, ein fester Boden, wie er in der Direktsaat ist, mit vielen Erntereste obendrauf, den kann ich mit einem Saatstriegel nicht bearbeiten. Da ziehe ich nur die Erntereste zusammen. Aber da bewirke ich im Boden, das Ausreißen und Verschütten von Unkräutern funktioniert dort nicht. Das heißt, ich muss jetzt mal wieder eine Bodenoberfläche schaffen, wo der Boden locker ist, sehr krümelig bis pulverartig, wo ich dann mit den Striegelzinken die Unkräuter rausreißen kann, dass sie entweder oben auf der Bodenoberfläche, wenn Sonne scheint, verdorren, oder ich muss sie verschütten, dass sie so absterben. Das sind die zwei Möglichkeiten, wie ich mechanisch Unkraut bekämpfen kann. Das hat aber zur Folge, dass ich keine stabile Bodenstruktur an der Oberfläche habe. Und wenn ich jetzt stärkere Niederschläge habe, kommt es zu Verschlemmungen und Oberflächenabfluss und massiver Erosion. Das ist wieder dieser Zielkonflikt, ne? Genau. Also im Endeffekt, die Erosionsgefahr von Wind-Wassererosion wird steigen, wenn es ein Verbot gibt. Die Arbeitsintensität auf den Feldern und damit auch die Mineralisierung von Nitratstickstoff wird ansteigen. Und ja nicht nur bei uns paar Direktsähern, sondern auch bei den Mulchsaatbetrieben wird dann häufig auch wieder ein, zwei Bearbeitungsgänge mehr kommen. Ja. Und dann machen wir wieder, dann regen wir immer wieder Unkräuter zum Keim an und. Das ist ja das Nächste. Und ich habe nie den Bekämpfungserfolg, den ich, sagen wir mal, chemisch habe. Ich kann es unterdrücken, ich kann auch mit Hacken und Striegeln der Kultur einen Vorsprung verschaffen, aber jede Kultur hat eine kritische Phase, wo sozusagen die Bodenbedeckung noch nicht da ist, der Schutz gegen die aufprallenden Wassertropfen durch die Pflanzen nicht da ist und da ist der Boden extrem erosionsgefährdet. Und wenn ich dann dort unten keine stabile Krümelstruktur habe, keine wasserfeste Struktur, da gibt es ja diesen Test, wo man Bodenblöcke in Wasser aufpasst. Genau, den Slake-Test. Slake-Test, ja. Genau. Da kann man das sehr schön sehen, wenn man einen bearbeiteten Boden dort in den Wasserbehälter reinsetzt, dann fällt der auseinander. Und wenn ich einen nicht bearbeiteten Boden dort reinsetze, der bleibt stabil. Und dann haben wir gerade so diese Gewitter, Mai, Juni. Ja. Dann haben wir den bearbeiteten Maisboden. Und dann geht es, im wahrsten Sinne des Wortes, geht es dann los. Der Mais ist da die gefährdetste Kultur, weil der einfach bis zum Bestandesschluss vergehen 2 Monate. Ja. Gerade in unseren Klimaten. Ja, genau. Also da ein gehackter Mais entwickelt sich zwar vielleicht etwas schneller, aber es ist eine große Gefahr, dass es da zu massiven Erosionsereignissen kommt. Siehst du irgendwelche anderen Alternativen, Elektroherb oder dies oder das oder jenes? Ich kann es nicht beurteilen, aber das wird auch nicht ohne Nebenwirkungen im Boden bleiben. Wenn ich dort mit Strom agiere und der Leitfähigkeit des Bodens, dann wird das auch Nebenwirkungen haben. Und um die Wirkung zu erzielen, brauche ich sehr viel Energie, um den Strom zu produzieren. Also auch da muss man wieder das Gesamte betrachten.
Klar, ich mache es chemiefrei, aber womit erkaufe ich mir das? Mit einem massiven Energieaufwand. Ich brauche, ich weiß nicht, 60 PS für einen 3 Meter Elektroherd, um den Generator anzutreiben. Das ist ein enormer Dieselverbrauch. Man muss nachher zu einer bestimmten Zeit wahrscheinlich nochmal einen Traktor mehr haben, der zur Verfügung steht. Ja. Und den am besten noch Tag und Nacht mit einer Person besetzen, damit der überhaupt beim Drillen hinterherkommt. Ja, und ich habe eine sehr geringe Flächenleistung. Ich meine, es gibt ja auch in dem Bereich Anwendung von Pflanzenschutzmitteln ziemlich vielversprechende Innovationen. Und eine ist zum Beispiel, nur noch da zu spritzen, wo ich ein Zielobjekt habe. Also sozusagen flächenoptimierte Applikation. Und da ist, denke ich, in Zukunft auch einiges möglich, auch mit drastischsten Einsparungen von Pflanzenschutzmitteln. Die meisten oder viele Landwirte, die kommen zu einem Direktsaatbetrieb hin, gucken und die denken, der Boden ist verdichtet. Aber der Boden ist ja nicht verdichtet, der ist ja strukturstabil. Kannst du da vielleicht auch nochmal was zu sagen, wie du das so siehst oder wie du das erklären würdest? Wir haben hier Stechzylinderproben gemacht. Die haben ein bestimmtes Volumen und da wird dann auch das Gewicht gemessen und dann kann man die Dichtlagerung bestimmen. Der Boden ist fester, aber er hat pro Kubikzentimeter das gleiche Gewicht wie ein bearbeiteter Boden. Also es ist keine Dichtlagerung, die mit einer Zunahme der Lagerungsdichte... Genau, also ein Verlust des Borenvolumens ist dann ja nicht. Ne? Nein, es ist nur ein stabileres Bodengefüge. Ich meine, vielleicht in der Dichtlagerung etwas höher als ein frisch bearbeiteter Boden, aber bei einem bearbeiteten Boden habe ich ja eine Phase der Überlockerung, genau, das bleibt ja nicht, die dann langsam wieder in eine Setzungsphase übergeht und dann in eine Phase der wirklichen Dichtlagerung, weil die Strukturstabilität, die gegen die Erdanziehung wirkt, nicht vorhanden ist. Oder dann will ich wieder den Rolf Derbsch zitieren, der sagt, wenn du einen Boden verdichten möchtest, musst du erst seine Struktur zerstören. Ja. Das machen die ja da im Straßenbau. Das machen die im Straßenbau und das macht man auch im Lehmbau. Wir haben hier das Haus im Lehmbau gemacht und das Erste ist, ich nehme den Boden, zermöller den, rühre den mit Wasser an und mische dann Sand nachher ein zum Abmagern. Und damit ist die Struktur komplett zerstört und ich habe einen Baustoff draus geschaffen. Thomas, jetzt stell dir mal vor, du wärst... junger Landwirt, sollst einen Betrieb von deinem Vater übernehmen. Der Vater hat noch eine intensive Mulchsaat gemacht oder gepflügt. Wie würdest du heute anfangen? Oder würdest du anfangen, was würdest du machen, bis wohin würdest du gehen? Auch im Hinterkopf die aktuelle politische Situation oder Zuverlässigkeit. Nennen wir es mal Zuverlässigkeit. Ja, das ist eine ziemlich komplizierte und schwierige Frage. Und ich weiß nicht, ob ich die vernünftig beantworten kann. Ich will es mal genau versuchen. Das ist genau die Frage, die mir immer wieder junge Landwirte irgendwo stellen, wo ich dann... Also dann hören sie es aus verschiedenen Richtungen, verstehst du? Ich sehe erstmal gerade seit dem Damoklesschwert des Glyphosatverbots ein zunehmendes Interesse an der Direktsaat. Das finde ich schon interessant. Also immer mehr junge Landwirte beschäftigen sich mit dem Thema und setzen sich damit auseinander und wollen auch was probieren. Finde ich erstmal eine sehr interessante Entwicklung. Ich meine, das ist das typische Schema. Ganz am Anfang wird es belächelt, dann wird es irgendwo bekämpft und dann ist es selbstverständlich. Und wir sind sozusagen, die Direktzeit bewegt sich langsam aus der Nische heraus. Da will ich vielleicht mal ganz schnell was einwerfen. Diesen Punkt mit dem Bekämpfen, das hätte ich nie gedacht, das gab es in Südamerika auch. Da hatte der Rolf, und gerade da hatte ich ein längeres Gespräch mit seiner Frau mal, der sagte, das kannst du dir nicht vorstellen. Das denken wir doch heute nicht, dass wir denken ja alle, ach, das ging da mal so eben flott. Ja. Nee. Auch von wissenschaftlicher Seite. Das ist wie bei allem Neuen. Das muss diese Phasen durchlaufen. Ja. Aber was kann man den Landwirten für einen Tipp geben? Ja.
bewegt euch so, wie ihr es verantworten könnt, an das Thema ran. Der eine mag es gleich in einem Rutsch und springt absolut ins kalte Wasser und schwimmt sich frei oder geht im schlimmsten Fall unter. Der andere macht es häppchenweise, jeder so, wie er von seinem Bauchgefühl es für richtig hält. Aber ich kann jeden nur ermutigen, es ist ein spannendes Thema. Und die Landwirtschaft der Zukunft, in meinen Augen bin ich fest davon überzeugt, wird diesen Weg gehen und weitergehen. Wenn man der freien Entwicklung eine Chance gibt, wenn man das versucht, mit Ideologie zu unterdrücken, dann dauert es länger. Aber irgendwann setzt sich das Bessere durch, egal was man veranstaltet. Zum Zweiten kann man ja auch nochmal durchdenken, was bietet die Direktsaat auch in Zukunft für Möglichkeiten im Bereich 2 Kulturen im Jahr, also B-Cropping, Intercropping, Companion Cropping, also Begleitsaaten und so weiter, oder Kulturen, wo ich unten schon Untersaaten reinbringe, die dann über den Winter eine Winterbegrünung darstellen. In diesen Systemen kann ich ja keine Bodenbearbeitung mehr machen, weil ich dann das vorhandene Grün zerstöre. Also da gibt es ganz neue Möglichkeiten, Systeme zu entwickeln. Ich meine, das wird auch noch viel Zeit brauchen und wir müssen auch noch viel Gehirnschmalz wahrscheinlich dort reinstecken. Da muss auch wahrscheinlich züchterisch viel gemacht werden, um da Systeme anzupassen. Aber da sehe ich eigentlich die Zukunft der Landwirtschaft. Vielleicht muss man die Frage auch nochmal andersrum stellen. Welche Probleme haben die bodenbearbeitenden Systeme in Zukunft? Wenn ich jetzt immer wieder bearbeite, immer wieder hacke und immer wieder Unkräuter zum Keimen anrege, das ist ja ein beschleunigtes Verfahren. Dann wird der Boden ja vielleicht nachher nicht nur 2-3 Mal im Jahr bewegt, sondern vielleicht nachher bis zu 8 Mal. Und dann stoße ich vielleicht plötzlich nach 5 Jahren an Grenzen von einer völlig anderen Seite. Wahrscheinlich Humusabbau. Bodenstabilität, Unkräuter, die ich immer wieder anrege. Ich meine, diese Phasen haben wir bei uns auf dem Betrieb auch durch, dass wir gedacht haben, ach ja super, da ist nochmal eine Welle Trespe aufgelaufen. Wir flitzen nochmal flott eben mit einem Bearbeitungsgang drüber. Ja, das haben wir. Ich meine, was man beachten muss, ist, dass bei einer mechanischen Bearbeitung gibt es keine Resistenzen, wie bei einer chemischen Geschichte. Das ist eine gute Seite der mechanischen Bekämpfung. Der Nachteil ist, es gibt bis jetzt zumindest keine mechanische Bekämpfung ohne Bodeneingriff. Mhm. So, und mit den bekannten Nachteilen, Erosionsgefährdung und so weiter und so fort. Also, da bewegen wir uns auf einem schwierigen Gebiet. Vielleicht können wir irgendwann das durch Systeme, Reihen mähen oder mulchen oder irgendwas auch nach vorne bringen, wo wir mechanisch bekämpfen oder spinnen wir mal weiter mit Laser oder irgendwas, Roboter, Laser, Gantry. Also ich denke mal, wenn wir ein bisschen mehr Wasser haben, da kriegen wir das eher hin. Mhm. Es gibt aber wieder Regionen, wo es dann halt wieder so trocken ist, wo du einfach sagst, verdammt nochmal, ich verliere bis dahin viel zu viel. Bis ich auch erstmal diese Pflanzengröße habe, die durch den Mähen auch wirklich kaputt geht. Die kleinen Pflanzen, die treiben einfach nochmal aus. Ne? Mhm. Das ist ja auch. Also sagen wir mal, es war ja auch schon oft in der Geschichte so, wenn man denkt, jetzt geht es nicht weiter. Mhm. Beispiel Pferdemist in New York. und plötzlich kam das Automobil und das Problem war gelöst. Mhm. Und so kann es auch sein, dass wir dann an einen Punkt kommen, wo dann plötzlich eine disruptive Innovation kommt, die aufgestauten Probleme plötzlich mit einem ganz anderen Ansatz anfängt zu lösen. Ja, oder wir müssen die Systeme komplett anders denken, aber wir zerbrechen uns ja schon Zeit in den Kopf. Ja. Also ich sag mal, du zerbrichst dir garantiert den Kopf, Ulrich zerbricht sich den Kopf, ich zerbreche mir den Kopf und weitere.
Wir sind in den letzten Jahren noch auf keine Lösung gekommen, würde ich jetzt mal so sagen. Ja. Oder auf keine vernünftige. Aber... Das heißt nicht, dass es nicht irgendwann eine gibt, aber... Ja, aber es ist, dann heißt es weitersuchen. Ja. Und keinen Schritt zurückgehen, sondern trotzdem versuchen, vorwärts zu gehen. Und es gibt so viel Innovationen. Ich meine, der Bereich der Mikrobiologie ist ja auch noch ganz wenig erforscht. Wie kann ich bestimmte Sachen mit biologischen Mitteln bekämpfen? Wie kann ich die Pflanzen stabiler machen gegen Krankheiten? Da ist ja noch ein weites Feld, Mikronährstoffdüngung und so weiter und so fort. Ja, da wissen wir ja, da wissen wir schon was drüber, aber wir wissen eigentlich noch viel zu wenig drüber. Da hatte ich gerade gestern noch ein sehr interessantes Gespräch zu mit jemandem, der es im kleinen Bereich auch schon hinbekommen hat. Also, das wird definitiv, also da bin ich mir sehr sicher, in den nächsten Jahren mit dem Werkzeug im Kasten sein. Ne? Ich meine, die Entscheidungsgeschichten werden immer komplexer. Wir brauchen auch Entscheidungshilfen, also sozusagen komprimiertes Wissen. Aber das ist ja auch mittlerweile möglich über Entscheidungshilfen im Computer, wo man sozusagen schon, ja, wo viel Intelligenz schon hineingeflossen ist. So viel Intelligenz, wie einer alleine gar nicht haben kann. Also das denke ich, da wird sich in den nächsten Jahren auch viel tun. Aber auch viele Herausforderungen, weil jede Region wieder anders ist. Ne? Das ist ein Ort weiter schon wieder ein bisschen anders. Ne? Also das wird, wie sollen wir sagen, es bleibt spannend. Das bleibt immer spannend. Ja, Thomas, dann würde ich sagen, es bleibt spannend. Das ist ein schönes Schlusswort. Und vielen Dank fürs Gespräch, dass du die Zeit genommen hast, dass du Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt hast. Ja. Und dann ja an die Zuschauer auch vielen Dank. Ich hoffe, oder ich bin mir sicher auch, ich sage das Gleiche wie bei Christoph, dass ihr viel mitnehmen konntet. Und bis zum nächsten Mal dann. Ne? Ja.